Was wiegen die Dinger hier? Zweieinhalb eine. Naja. Ich glaube, da verkaufe ich die Heilertaschen. Die brauche ich ja eh kaum. So, kommen die noch weg? 66, ja. Gut, wieder etwas Gewicht gut gemacht. Was soll's? Gehen wir. So, gibt's sonst noch was hier zu tun? Ich habe noch was gesehen auf dem Weg hierher. Schaut mal. Ne? Ach, was mache ich? Inventar zu. Schaut mal. Teystadt. Eröffnung bald. Das ist der tolle Laden von unserem Rotmagier-Freund. Das ist der Laden, dessen Eröffnung wir überhaupt ermöglicht haben. Aber noch hat er nicht offen. Da steht er und er hat einen Sklaven dabei. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Sklaven ist uncool. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, Mick, mein Freund. Wie ihr seht, habe ich einiges auszupacken. Glücklicherweise habe ich jemanden gefunden, der mir hilft. Wollt ihr was Bestimmtes? Kann ich mal sehen, was ihr so verkauft? Wenn die Karawanen hier eintreffen, bin ich richtig ausgestattet. Unglücklicherweise kann ich euch kaum etwas anbieten, aber ich mache euch in jedem Fall einen guten Preis. Ach, der verkauft auch schon Zeug. Was haben wir denn da? Zu teuer. Robe der Säureresistenz, Elektrizitätsresistenz, zu teuer. Nymphenumhang plus 1. Einfach Charisma plus 1. Nö, 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 nö. Waffen. Nö. Hui. Einen ganzen Haufen Schriftrollen hat der. Amulett der Säureresistenz. Oh, Ring des klaren Denkens plus 1. Plus 1 Intelligenz. Das ist nicht verkehrt. Und hier universelle Rettungswürfe plus 1. Ist auch nicht verkehrt. Oh, was sind das? Quarz und lauter so Zeug verkauft der. Alles klar. Scheide der geweihten Waffe. Ah ja, Beistand und Segen. Sind drauf. Nee, der hat auch nichts Tolles. Naja. Gehen wir halt wieder. Gibt's sonst noch was hier? Gerade schnell überlegen. Nee, in der Bürgerhalle war ja nichts mehr. Kessel. Blö. Nee, dann laufe ich wieder dorthin, wo wir waren. Ah nee, ich könnte mich nochmal irgendwo heilen lassen. Ich habe doch immer noch meine... ganze Scheiße hier, aber ich habe noch keinen anderen Kleriker groß gesehen, oder? Doch, stimmt, dort in der... Ja, hier war doch der eine. Ja, der könnte mich heilen vor dem ganzen Krankheitsscheiß. Ich kann es ja selbst noch nicht, leider. Gül, leider. Leider, leider. Hier, Guilford, genau. Guilford war's. Guilford, hilf mir. Hallo! Wie kann ich euch diesmal helfen? Paar Fragen stellen? Blablabla. Müde, erschöpft, wie immer. Hilft der jetzt mir nicht? Waren, hat der irgendwo... Stiefel, Laufstiefel plus 1, Konstitution, Geschicklichkeitsarmschienen, Gürtel, Gürtel der unbeweglichen Barriere, Rüstung plus 1. Ja, er hat lustige Sachen, ganz ehrlich, aber es ist viel zu teuer, da habe ich keine Chance, das jetzt in nächster Zeit zu bekommen. Hat er irgendwas, was mir gegen die Krankheit vielleicht hilft? Klarheit, segnen, Wunden verursachen, Tote erwecken, Genesung, hat keine Auswirkung bei Flüchen oder Krankheiten. Krankheit kurieren, aber ich bezahle doch keine 500 für die Schriftrolle. Hast du es noch alle? Ne, dann bleibe ich lieber krank, ganz ehrlich. Ach stimmt, ich glaube... Hieß es nicht mal, die Heilertaschen könnten dann doch auch bei Krankheit helfen? Warum habe ich hier noch Fluchbrechen? Seltsam. Warum fliegt das hier rum? Ist doch unnötig. Will ich doch gar nicht haben. Verkaufen wir mal. So, schnell nachlesen. Und um Krankheiten zu heilen. Also, dachte ich es mir doch. Dann benutzen wir es mal. Ich benutze noch mein heiliges Symbol, weil es meine Heilfähigkeit erhöht. Dafür haben wir es ja. Und heilen mich. Und? Ah. Tja gut, ja, so ist es. Recht hat er. Ich zähle nicht mehr als krank. Ich bin ja nicht mehr krank. Ich leide nur noch an den Auswirkungen davon. Wie kriege ich die jetzt weg? Gerastet habe ich doch schon ein paar Mal. Also im Prinzip müsste ich irgendeinen Effekt bekommen, der Stats wiederherstellt. Tja, was wollte ich hier? Fluchbrechen verkaufen. Tja, aber da hat der jetzt nichts. Oder? War das... Doch, da war doch bei Genesung, oder? Stellt Lebenskraft wieder her. Und was macht mit meinem Zaubergenesung? Wo habe ich denn den? Wo ist denn der? Nee. Schutz vor Gesünde. Segnen. Entropie-Schild.
Ja, Möb. Bei mir draußen hupt jemand auf der Straße. So. Zauberähnlichen Auswirkungen über Malus auf Attribute, die einen Malus auf Attribute geben. Ja, ich hoffe mal, das stimmt so. Ich mach's jetzt einfach mal. Das könnte dann schon klappen. Das dürfte dann reichen. Rasten dauert immer so lang. Naja, Hauptsache der Siff kommt weg. Okay, schließen, damit wir es auch sehen. Zauber wirken, Grad 2. Teilweise Genesung auf mich. Und... haha, es ist weg. Ich bin wieder gesund, es ist alles wieder gut. Sehr toll. So, dann schmeiße ich es wieder aus der Liste raus. Hol stattdessen wieder eine zweite Sau rein. Ja, hier rein, dankeschön. Und dann wieder rasten, damit ich wieder die Zauber habe. Und dann mache ich mich wieder auf den Weg. Ja, nee, nicht an den Ausgang der Krypta. Dort war ja nichts mehr. Nö, ihr wollt ja nicht sehen, wie ich den einen doofen scheiß Gnoll wieder umhau, der doch dort noch war. Und der, und den Bär oder so, ne? Nee, ich komme wieder am Stadteingang. Wenn ich gerade mit dem Typ fertig geredet habe, wenn der Typ gerade umgeballert wird, da komme ich jetzt zurück. Da sind wir wieder. Da steht er. Der Dialog ist schon fertig. Ihr seht's hier. Hm, was ist das für ein Lärm? Bam, bam. So, tot ist er. Noch nicht ganz. Er weiß es noch nicht richtig. Aber er ist tot. So, segnen. Dann waffe ich lieber Dorna. Die steht gerade aus den Schaden. Wupp. So. Die Sau könnte was machen. Scheiß Sau. Ja, so siehst du auch aus, Dorna. Ach, Dorna, du sinnfreies Ding. Die Sau ist nützlicher als Dorna. Naja. So, beide tot. Dorna, du darfst wieder aufstehen, gleich wenn der Kampf vorbei ist. Macht es eh. Dann raste ich mal eine Runde. Ja, haben wir's. Gut, Kampf ist vorbei. Dorna, das Aufstehen ist wieder gut. Ihr könnt euch nicht ausruhen, während euer Begleiter stirbt. Das ist gut, kriegst einen kleinen Heilzauber, dann stehst du wieder auf und dann schlafen wir eine Runde, ne? Ding, ding, ding. Jackpot. Also, gute Nacht. Ihr könnt euch nicht ausruhen, während euer Begleiter stirbt. Finde ich gut. So, jetzt habe ich den Vorteil, ich weiß schon, was mich dort vorne erwartet. Das heißt, ich kann mich voll buffen. Also, ich rufe die Sau. Dann segne ich uns beide. Dann Resistenz, also uns drei. Dann Resistenz auf mich. Ja. Resistenz auf die Sau. Ja. Ach, es dauert halt so lang. Entschuldigung. Resistenz auf Dorna. Schild des Glaubens auf mich. Geht das auch auf andere? Nee, oder? Doch. Oh, das Schild des Glaubens geht auch auf andere. Ah, wusste ich gerade gar nicht. Lieber die Sau oder lieber Dorna? Lieber Dorna. Sau kann ich eine neue beschwören. So, alles klar. Dann fangen wir an. So, da drüben stand einer rum. Warum zählt der gerade als freundlich? Hm? Weil er seinen Spruch unbedingt noch ablassen will. Mein Blut des Alphates! Sehr schön. Dann meinen Lähmungszauber dort oben hinballern. Und... bam! Herrlich. Immerhin einen habe ich rausgenommen, das ist doch was. Einer ist tot. Ja, so läuft das viel besser. So läuft das viel, viel besser. Hopp. Ah, vorbei. Oh, das waren sprühende Farben, heißt der Zauber, den er gemacht hat. Er hat damit die Sau gelähmt. Das ist ein ganz kleiner, klassischer Magierzauber. Also ich glaube, sprühende Farben hieß er oder so. Auf jeden Fall sieht es danach aus. Okay, die Sau ist erstmal gelähmt, aber ist nicht so schlimm. Der Ochs ist tot, das hier brennt. Hier haben wir einen kleinen Beutesack. Ja, Trank leichte Wunden heilen und was zum Verkaufen. Das passt schon. Sogar die Hühner haben sie umgebracht, ihr Schweine, ihr. Oh, hier ist noch ein Haus. Tja, ich glaube, wenn hier noch was... oh, da lebt noch einer. Wenn hier noch was los ist, dann wahrscheinlich dort. Außer der hier, aber der muss jetzt so noch... mein Glaube... Wamm, Treffer. Schon schwer verwundet und... tot, herrlich. Wie viel Erfahrung brauche ich noch? Oh, fast schon wieder Level up. Da lebt noch was? Hallo? Irgendwas sehen die da. Ah, da hinten. Den haben sie noch gesehen. Ich habe mich übrigens mit meinem Zen-Bogenschießen wieder informiert, wie das ist. Und ja, ich muss einfach nur noch genug Level aufsteigen. Dann kriege ich das.
Also dann habe ich das zur Auswahl. Ich brauche keine besonderen Voraussetzungen mehr, außer Grundangriffsbonus, und der kommt einfach mit dem Level. Also, mit etwas Glück schon Langbogen, ne? Beim nächsten Level ab, wo ich wieder ein Talent auswählen darf. Ich bin Level 3, also auf Level 4 werde ich es nicht dürfen. Aber auf Level 5 habe ich ganz gute Chancen, dass ich dann Zen-Bogenschießen erlernen kann. Und das bedeutet, dass ich anstatt mit meinem Geschicklichkeitsbonus, wie jetzt, nämlich 0 hier, mit meinem Weisheitsbonus Bogenschießen kann und Armbrustschießen, nämlich hier. Und das wird doch sehr viel leckerer und mehr, würde ich sagen, oder? Warum dieses Gebäude wohl noch steht? Es muss etwas Wichtiges darin sein, wenn es verschont geblieben ist. Da könntest du recht haben. Schauen wir mal nach. Interessiert mich jetzt auch. Ich finde, das Bild erinnert mich irgendwie an Kane aus C&C, oder? Command & Conquer. Finde ich einfach. So, Schild des Glaubens auf uns beide. Das kann ich schon hier draußen machen. Das hält auch lang genug, ne?